Jo Leute, und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir zwei Blister Packs der neuen Bundesliga Sticker 2023-24. Ja, das dritte Produkt, was es gibt, neben dem Starter Pack und den normalen Tütchen. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Gucken direkt mal aufs Produkt drauf. Sehen wir, dass in einem diesem Blister insgesamt 45 Sticker für den Preis von 6,99 € drin sind. Und von vorne haben wir insgesamt 6 Spieler drauf mit Selke, Skiri, Weigel, Kleindienst, Duxch und Adamu. Von der Seite haben wir die ganzen Bundesliga-Club-Logos drauf. Von hinten sehen wir nochmal Werbung für das Starter-Pack, wo auch nochmal der Inhalt dort angekündigt wird. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal auf jeden Fall. Blister-Packs immer toll. Und ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwas garantiert ist, aber ich denke mal, es muss auch nichts garantiert sein. Hauptsache, wir haben unsere Sticker drin. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn es limitierte Sticker gibt. Das gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren. Dann holen wir mal unsere Sticker hier raus. So sieht das Ganze dann leer aus. Wir öffnen direkt mal zwei, weil ich mir dachte, ja, einen kann man öffnen. Zwei sind besser. Und dann machen wir auch den hier unten einmal an der Lasche auf, wenn es gleich geht. Ein bisschen widerspenstig, aber mit ein bisschen aufreißen sollte es auf jeden Fall gehen. Wir wollen ja auch nichts hier beschädigen. Dann haben wir auch den leer. Und dann haben wir hier vorne jeweils ein Promopäckchen drauf liegen mit 3 Stickern. Okay, das finde ich interessant. Also haben wir hier dann 6 normale Tütchen jeweils und 2 Tütchen, wo 3 Sticker drin sind. Ich würde sagen, wir können die Stickertütchen auch mal aufeinanderlegen und öffnen die 3er-Packs zuerst. Päckchen legen wir hier oben links hin, 3er-Päckchen hier, öffnen wir dann direkt. Tütendesign sieht übrigens so aus, könnt ihr gerne mal pausieren, wenn ihr das Design sehen wollt, habe ich euch jetzt schon öfters mal erklärt. Dann gucken wir mal, was hier unsere 3 Sticker sind. Und zwar haben wir hier direkt einen Glitzer-Sticker mit dem Top-Snow-Moment von Heidenheim. Interessant, das wird wahrscheinlich das Aufstiegsspiel gewesen sein, genau, gegen Jahn Regensburg. Dann haben wir den Derby-Star-Ball. Und noch ein Top-Snow-Moment als Glitzer-Sticker mit Tigges. Okay, vielleicht sind das so Parallel-Sticker oder sowas, die man nur hier bekommt, weil die anderen Top-Snow-Momente, die ich bisher hatte, oder besser gesagt Top-Snow-Momente, die waren nicht glitzert. Das wäre natürlich interessant, wenn man noch die ganzen Sticker von den Top-Snow-Momenten und dem Ball und insgesamt ein paar Stickern hier glitzern ziehen kann und in den anderen Versionen nicht. Weil den Sebastian habe ich garantiert schon gezogen und den habe ich als normale Version gezogen. Interessant, dann haben wir Topsnow von Werder Bremen bei dem Sieg gegen den BVB in der Hinrunde und Topsnow von Bochum. Okay, anscheinend scheint es wohl zu sein, dass man hier diese Topsnow-Sticker nochmal als Glitzer-Version in diesen Blistern bekommen kann. Finde ich interessant, aber naja, es ist auf jeden Fall so. Dann haben wir Silas als Game-Changer-Sticker, den Base-Sticker von Müller, Gosens, Game-Changer von Selke, das Bremen-Trikot, Magier und Eamon Barcock. Das interessiert mich jetzt, ob man das so wirklich tun kann, weil da müsste man sich ja schon noch ein paar Blister kaufen, um alle verschiedenen Glitzersticker, die es exklusiv hierzu gibt, ziehen. Dann haben wir Salai, Topsnow von Musiala, so sieht der Sticker nämlich eigentlich normal aus, also eigentlich so. Und dann hier im Glitzerdesign, dann haben wir das Hannover 96 Logo. So, sollte es gehen, dann haben wir Füllkrug. Dortmund bei der Meisterfeier 2011, das Wolfsburg-Logo und nicht zu unterschlagen als letzter Sticker noch Emil Forsberg für Leipzig, der Schwede, der schon ewig dort spielt. Dann haben wir Dardai und Rese für Hertha BSC, Willi Orban, Antwi Ajay, Nürnberger, Game Changer von Flo Wirtz, Rovelow und zu guter Letzt noch 2 Sticker für Kaiserslautern mit Kraus und Ritter. Die beiden eher defensiv gesonnenen Spieler, obwohl Ritter eigentlich auch schon offensiv ist, von der Mannschaft aus der Pfalz. Dann nächster Stickers-Päckchen mit Lauroxel Zagadou. Dann haben wir Wunderkind von Sessa. Dann haben wir Wöber, Kainz, Chaibi, der junge Franzose, der jetzt neu bei der Frankfurter Eintracht spielt. Dann haben wir den ersten Legendensticker mit Ulf Kirsten und Karl-Heinz Rummenigge. Die feiere ich sehr, die Legenden. Den habe ich auch noch nicht gezogen, diesen 2er-Sticker. Und haben wir noch Barreiro, den Luxemburger von den Mainzern. Also Bundesliga-Sticker, muss ich echt sagen, gefallen mir sehr gut. Besonders der hier, weil hier wieder ein HSV-Spieler drauf ist mit Uli Hoeneß und Felix Magath. Den hatte ich schon mal in meinem 20-Sticker-Tütchen-Unboxing gezogen. Aber den HSV-Sticker nehme ich gerne doppelt mit. Dann haben wir Widmer, Döki, 2er-Sticker, Top-Du mit Uth und Tickets für Köln. Leverkusen-Trikot, Tietz und Seiwald. Der neue Österreicher bei den Leipzigern in der Reihe.
Dann haben wir Nsoki, Manuel Neuer. Oh, zwei coole Legenden mit Ailton Kugelblitz und Klaas-Jan Hünteler für Schalke 04. Das ist wirklich wunderbar, diese Legendensticker. Dann haben wir Schnellhardt, Velkovic, noch zwei Legenden, wieder einer von Bremen und von Schalke, mit Diego und Raul. Also wunderbar finde ich das. Also wirklich Legendensticker, das ist eine der besten Erfindungen, die Topps dieses Jahr gemacht hat. Und dann Bichia Bu als Wunderkind für Leipzig, der junge Franzose, den sie aus der französischen Liga geholt haben. Dann haben wir das Trikot von Heidenheim, Marco Kleiner nochmal, Haller, Ito, Wimmer, Top-Duo für Bremen mit Njima und Kovnacki und als Sticker für den VfL Osnabrück mit Grill und Giamfi, die beiden eher Defensivspieler, logischerweise der Torwart und der Rechtsverteidiger der Mannschaft aus Osnabrück. Dann haben wir das Trikot von Freiburg, Schimmer, Quanskara, den neuen Tschechen von Gladbach, Pakarada, Paslak und noch den Gamechanger von Manu. Und hinter ist noch das Wunderkind von Brandon Aronson für die Mannschaft aus Union Berlin. Den Mann, den sie von Leeds United erstmal ausgeliehen haben. Dann Bischoff als nächsten Wunderkind-Sticker. Für Bayern haben wir Gnabry, dann haben wir Skelly, Cavallo, dann haben wir Erras und Holtby für Kiel. Das Trikot von Augsburg und Erik Martel für die Kölner, die ja echt einen leider nicht so guten Start in die Saison jetzt hingelegt haben. Dann haben wir Vogt, Gamechanger von Tim Kleindienst. Hasebe, Zimmermann, Schick, Gamechanger von Vargas und Matthias Ginter mit seinen blondierten Haaren hier noch in diesem Sticker-Pack drin. Dann kommen wir zum vorletzten Tütchen mit Lars Stindl und Marvin Vanecek für den KSC. Dann haben wir das Logo der Fürther, der Kleeblätter. Dann Gamechanger von Hofmann, Donny Mahlen, Bremen. Jetzt haben wir den perfekten Vergleich hier einmal als normalen Sticker. Ich wusste es doch. Man kann nämlich in den normalen Tütchen die sozusagen Base-Sticker ziehen und diesen Payroll-Packs sozusagen nochmal die Glitzer-Version. Also ich glaube, dann werde ich wirklich auf die Glitzer-Version gehen oder ich werde sie separat sammeln, weil eigentlich gehören ja beide Sticker in die Serie dazu. Dann haben wir Iago und zwei Legenden und beides Kölner mit Lebarski und Podolski, die beiden Offensivspieler der Kölner, der Mannschaft aus der Stadt, wo der Dom steht. Dann haben wir Fürich, Chor, Union Berlin, Topsnau, Kilian, Osei Tutu und nochmal zwei Legenden. Oh, die sehen so schön aus, dieses Sticker. Matthias Sammer und Sepp Maier. Wow, wunderschön. Und Finkrefe als unseren letzten Base-Sticker. Also ich muss ehrlich sagen, jedes Mal in diesem Unboxing gefallen mir alle Sticker gut. Aber die Legenden gefallen mir noch viel besser. Wir hatten heute 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legenden-Sticker. Und das sind alles Legenden wirklich, wo man auch unterschreiben kann, wo Topps sich Legenden ausgesucht hat, die wirklich auch Legenden sind. Also wunderbar, wie ich finde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier eine Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr kostenlos abonnieren und hier noch meine Full-Features checken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.